Ein herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Euro Truck Simulator. Ja, wir sitzen hier fest in München. Aus welchem Grund? Weil wir noch keinen neuen Auftrag haben. Toller Grund. So, was ich jetzt machen muss, mal so langsam. Moment, mein Headset hat noch eine leichte Macke. So, jetzt geht's. Jetzt hört sich gut an. Der Truck musste auch nochmal repariert werden, ne? So langsam. So mit und mit geht der ja auch irgendwann in Fritten. Weil wir so gut fahren, hält er halt nicht so viel aus. Schauen wir mal. Amsterdam. Was dürfen wir transportieren? 6070. Tischwaren. Was sind Tischwaren? Schreibt mal in die Kommentare, was Tischwaren sind. Sagt mir jetzt so rein hörerisch mal gar nichts. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Boah, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Da, Mann. Ach, da bist du ja. Ja, du bist ein liebes Ding. Boah. Morgens früh Truck fahren, hä? Geht in die Arme. So. Auf geht's nach der Amsterdam. Huch, huch. So, jetzt. Erstmal chillig entlangfahren hier die schöne Straße. Und ich würde sagen, wir machen heute Amsterdam diesmal nicht so unsicher wie das letzte Mal. Das ging nämlich gehörig in die Hose. Oh Mann, war ich sauer am Abend, hey, wo ich das Spiel gespielt habe. Hey, ich könnte kotzen. Ich hätte austicken können. Ausrasten. Uah. Ihr versteht, was ich meine, ne? Ja, bestimmt. Doch. Ja, klar versteht ihr das. Was? Bald? Bald. Gut. Nächste Folgen kommen dann erst mittags, weil ich morgens einfach zu müde bin. Obwohl, der Part wird erst mittags hochgeladen wahrscheinlich, also passt das dann auch. Was ich sagen wollte, Bus and Cable Car Simulator wird jetzt die Tage erscheinen auf meinem Kanal. Mit Glück heute, mit Pech erst morgen. Dann, wann ich Zeit habe und dann, wann ich Lust und Laune habe. Bei mir macht das Ganze ja hier tatsächlich Spaß. Manche Leute meinen ja, ich hätte Langeweile oder so. Nein, es macht mir Spaß. Es recht mit euren geilen Kommentaren. Und ein Typ, der schreibt, so geniale Kommentare. Hätte ich von dem mehr, hey, ich würde den ganzen Tag Kommentare lesen. Aber bald wird es wahrscheinlich eine Folge gehen, Herbert kommentiert Kommentare oder so. Wo ich mir dann ganz gemütlich auf eure Fragen eingehe und so. Aber ob das kommt, das weiß ich noch nicht. Und wann es kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Weil ich selber noch nicht weiß. Ich habe jetzt nur ein Problem. Ich muss jetzt gleich mal dringend auf die Map gucken. Nämlich so schnell, wie es geht. Nämlich jetzt. Wollte gerade sagen, keine Map ist scheiße. So, wie fahren wir am besten? Wir fahren nach Frankfurt und dann hoch nach Amsterdam. Ja. Frankfurt wird nicht angezeigt. Dann nach Berlin. Rapdapda, rapda. Okay, das Lied wird langsam nervig. Huch. Soll man langsam vom Gas gehen? Meine Hasskurve beschreiten. Die hasse ich wirklich. So wie ich es sage, meine ich es auch, ja. Oh, Haarnadelkurve. Und Vollgas. Guck, da zieht er wieder ab, die Ratte.
Lauf um dein Leben. Tank haben wir soweit voll. Müde sind wir auch noch nicht. Nein, Scherz. Da brauchen wir auch jetzt erstmal nicht zu tanken. Ich schätze mal schon, dass wir auf dem Weg nach Amsterdam tanken müssen. Das wird erstmal passieren. Was auch passieren wird, ist, dass wir jetzt bei den nächsten 25.000 Euro, die wir bald erreichen, hoffe ich, wenn nichts Großartiges jetzt mehr passiert, auch eine ADR-Lizenz erwerben. Natürlich, das gehört dazu, um uns weiter zu steigern. Wir haben ja einen kleinen Karriereplan, ja? Das Let's Play übrigens endet, wenn die Karriere abgeschlossen ist, das heißt, wenn wir Meister geworden sind. So, und zwar, um den Amateur abzuschließen, transportieren Sie dreifach Güter für die eine Lizenz der ADR Klasse 3 erforderlich ist. Legen Sie 11.000 Kilometer mit beladenen Anhänger zurück. Wir haben gerade mal 1.333 von 11.000. Verdienen Sie 70.000, sind wir bei 6.295. Transportieren Sie eine beliebige Fracht zu 6 verschiedenen Verladerampen. Die Fracht muss unbeschädigt ankommen, haben wir erst eine geschafft, für den Amateuren. Und expandieren Sie in 3 neue Länder. Das ist schon heftig, ja? Also wir haben noch einiges vor uns in diesem Let's Play. Wir wollen nach Frankfurt, war das. Rapta, 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 da, da. Tata, 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 Taliban. Im Wagen vor mir fährt ein junger Taliban. Er fährt allein und scheint gut bestückt zu sein. Der Kerl jetzt meint, mir meine Karre hoch zu jagen. Ich bringe ihn um, ich hab ja Tischwaren dabei. Da, da, da. Okay, nicht gut. War kein guter Zusammenhang und das sehe ich auch komplett ein. Da, da, Taliban. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Scheiße. Mal in den letzten Gang rein, damit es schön leise ist und ganz chillig zu fahren. Hey, ich kann richtig gut fahren, wenn ich ganz chillig fahre. Nicht müde bin, ausgeschlafen, genug Sprit habe, wenig getrunken. Wo ist mein Trinken eigentlich? Mist. Wie lange brauche ich von hier bis zum Wohnzimmer? Zu lange. Wo? Oh. Mist. Nächster Rastplatz wird kurz angehalten, ich muss was trinken. Im trockenen Hals. Hey, das ist so gesehen meine Geburtstagsfahrt. Auch geil. Da, 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 Taliban. Ich habe keinen Schimmer, ob wir richtig fahren. Paris, Frankfurt und Bern. Alle drei Städte, die wir nicht brauchen. Wenigstens funktioniert der Tempomat mal einwandfrei. Einwandfrei, oder? Ein Band. Ihr könnt mir natürlich weiterhin Dingens posten. Mods oder so. Wenn ihr einen funktionierenden Traffic-Mod habt, könntet ihr den hochladen und mir schicken, weil... Also den Link schicken dann per privater Nachricht. Weil ich habe alle Links ausprobiert, die ich gefunden habe, und keiner funktioniert. Immer wenn ich den einfüge und das Spiel starte, stürzt es einfach nur ab. Ich habe Angst um meinen Spielstand. Ihr wisst warum. Wir sind relativ, in Anführungsstrichen, weit gekommen. Und es wäre natürlich jetzt super schade, wenn das alles, was wir erreicht haben, was nicht gerade viel ist momentan noch, vor allem mal weg wäre. Das wäre sehr schade drum. So, Momentchen. Mein Kopf zu... So, wir halten kurz an. Machen den Motor aus, ihr schlaft und ich komme direkt wieder.
Ach ja, so. Schon mal Motor warm laufen lassen. Mal kurz was trinken. Wie entspannend das ist. So, genug entspannt. Oh. Ja, der Kollege hat schon Respekt von uns, vor uns. Der weiß, was passiert, wenn er vorbeiziehen möchte, während ich ausfahre. Oh, da ist schon das Schild Amsterdam. Ich hab's gefunden. Huch. Und wir haben, wie viel Uhr haben wir? 16:07? 8? Oha. Wie die Zeit vergeht. Nächste Tankstelle müssen wir aber tanken, auf jeden Fall. Entschuldigung. Hab auf meinen Tank geguckt. Passt schon. Ist ja keiner umgekommen, ne? Das ist eine schnelle Kurve meines Wissens. Genau, die kann ich so schnell fahren, wie ich jetzt aktuell bin. Das würde ihn hier nur stören, wenn ich ihn rammen würde. Vorne entsteht jetzt eh wieder ein Elefantenrennen. Wobei bei seiner Beschleunigung, die mich sehr beeindruckt gerade im Moment. Würde mich das nicht wundern, dass ich ihm doch sehr nahe komme. Ja. Wir werden mal überholen. Ich fahre mit 80. 90 darf ich. So, zum Überholen mal Gas geben. Die Kurve war sehr gemein. Und Tschüssikowski, ab nach Frankfurt mit dir. Hallo. Hallo? Oh, hi. Mal was trinken. Jetzt gerade geht's ja. Wieso habe ich diesen Ohrwurm jetzt? Mann, Mann, Mann. Was hört ihr eigentlich alle so für Musik? Das wäre auch nochmal ein Grund, einen Kommentar zu schreiben. Nein, Scherz. Doch, also ich würde schon gerne wissen, was ihr so für Musik hört. Ich möchte ja ein bisschen eine Community aufbauen und 1070 Abonnenten mittlerweile. Vor kurzem hatten wir noch das 1000 Abonnenten-Special, mittlerweile 1100 bald erreicht. Ich schätze, in 3-4 Tagen müssen wir das geknackt haben. Was ihr natürlich noch unterstützen könnt, wenn ihr mich wirklich liked oder mögt. Nennt es, wie ihr es wollt. Ihr könnt auf Facebook gehen, meine Facebook-Page liken. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Und wenn ihr wirklich sagt, Mann, das Let's Play, das haut mich um, das ist klasse, könnt ihr auch gerne das jeweilige Video favorisieren. Das wäre super geil, weil so entsteht die Möglichkeit, dass wir noch eine größere Community erreichen. Wenn dann soweit ist, dass der öffentliche TS erscheint, das heißt, dass jeder auf meinen TS darf, zwar in beschränkten Maßen auch sich mit mir unterhalten kann, das heißt, wenn ich mal Lust habe, komme ich dann in den jeweiligen Channel rein, oder ihr könnt euch gegenseitig unterhalten. Ich finde die Idee nicht schlecht, ja. Und ich hoffe, ihr nehmt das dann auch an. Das mit dem öffentlichen TS wird aber erst Ende des Jahres erscheinen, glaube ich. Bis dato müsste das funktionieren. Aber Ende des Jahres erst. Ah, okay. Zur angesprochenen Tankstelle, da ist sie ja schon.
Huch! Habe ich das Kupplungspedal erwischt? Als statt das Bremspedal. Ungemütlich kann sowas enden. Warum? Warum zum Teufel hat dieser Wichser angehalten? Vor ihm war nichts. Aber mein Freund, weißt du was? Komm her. Dich kriege ich. Wenn es das Letzte ist, was dieser LKW mitmacht. Mein Freundchen, du kleine Missgeburt, echt. Gibt's doch gar nicht. Da fickt er mich. Hätte ich bestimmt gedacht, ha, der hat mich eben überholt. Da bin ich von Frankfurt wieder hochgefahren und hab den erstmal seine Karre zerschrottet. Naja, mein Freund, ich werde dich finden. Hoffentlich bist du schnell genug, dass ich dich nicht mehr finde. Oh, mein Truck ist voll im Arsch. Beschleunigt nicht mehr richtig. Hab zu viel vorne auf den Deckel bekommen. Achso, und um die Frage vorwegzunehmen. Natürlich kommt Euro Truck Simulator 2 ebenfalls hier auf Gamer TV. Logisch. Relativ viel Verkehr heute, würde ich mal grob behaupten. Ich war nicht schuld. Er hätte bremsen können. Ich habe lang genug geblinkt. Hey, die Niederlande. Wir sind wieder angekommen. Eine Bremsung, ey. Ich habe den Deppen wieder im Nacken. Ich bin angepisst über diesen Wichser. Egal, die Fracht ist okay, das ist das Wichtigste. Wenn jetzt die Fracht beschädigt wäre, würde mich das noch mehr anpissen. Aber laut Anzeige oben geht es der Fracht ganz gut. Bis jetzt. Vielleicht ändert die Fracht ja ihre Meinung gleich. So wie letztens. Kippt einfach mal spontan um. Oder so. Ich fand es nicht lustig. Es sah lustig aus. Aber, nee. Rapta, Rapta, Tatataliba. So, du Ratte. Na, ich muss jetzt irgendeinen Autofahrer nerven. Das ergibt sich gerade halt, dass ich ihn hier nerve. Schaut einfach in den Spiegel, dann wisst ihr, was ich meine. Ich meine, wenn man ja den Blinker anmacht, von einem LKW, würde ich dann eben auch direkt anhalten und bremsen. Fick dich doch! Meine Hupe ist erstens schöner, zweitens lauter und intelligenter als deine. Ja, Leute, eine Hupe kann intelligent sein. Boah, es wird wieder Abend. Lustigerweise ist, wenn es im Spiel dunkel wird, werd ich müde. Das ist echt cool gemacht. So realistisch. Verdammte Hacke.
So, jetzt trödeln wir langsam, aber sicher in Amsterdam ein. Schön chillig, wir haben Zeit. Wir haben so viel verdammte Zeit, das ist Wahnsinn. Schön leise ist unser Truck übrigens. Oder seid ihr da anderer Meinung? Also ich finde ihn angenehm leise. So. So, mal gucken, ob wir das hier dann hinbekommen. Na, wer sagt's denn, oder? Yes! Unbeschädigt, 1070. Na, was will man denn mehr? Fahrzeug geräumt, oh. Au. Ich fahr mal gerade zur Werkstatt. Jetzt. Geil sind. Warte, da muss ich noch erzählen, bevor ich jetzt hier gleich irgendwas mache. Es gibt so geile Kommentare. Öh, du cheatest, den LKW hätte man sich erst später kaufen können. Warum? Du hast einen LKW und dann kaufst du dir noch einen? Das war das Tutorial. Oh Mann, hey. Manche Kommentare sind echt geil. Also da kann ich mich echt drüber beömmeln. Gucken wir mal. Gesamtreparatur 1834. Dann reparieren wir den ganzen Truck mal. Dann haben wir auch wieder unsere voll und ganze Leistung. Dann gehen wir das Ding jetzt noch schnell parken. Ja, ist ja Platz. Wunderbar. So, mein Name ist Herbert von GamerTV. Schaut auch beim nächsten Mal rein. Und wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, in dem Video wurde gesagt, wie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.